Tag zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe etwas Besonderes für euch, und zwar die Proteinmilchschnitte. Nicht ganz zwar, denn es ist nicht die Milchschnitte, sondern es ist die Nestle Lindals Pro Plus Snack in den Sorten Coconut und Banane. Habe ich aus den Niederlanden, und die schauen wir uns mal an. Nicht, dass man sowas jetzt braucht. Ihr wisst, Thema Protein, ne, ist natürlich, überall wird natürlich gesagt, ja, Protein ist das einzig Wahre. Schadet sicherlich nicht mal, einen Quark zu essen oder sowas. Aber man muss sicherlich jetzt nicht alle Sachen nur noch mit Protein essen. Das war aber trotzdem ganz interessant. Ich kenne ja meine Community. Ich dachte mir, das könnte auch ein paar von euch interessieren. Deswegen habe ich die mitgenommen. Gibt es, wie gesagt, nicht bei uns in Deutschland. Aber ich kann mir vorstellen, dass sowas, jetzt genau dieses Produkt oder auch ein ähnliches Produkt, ich dachte gerade, da krabbelt ein Viech rum. Das ist irgendwie eine Feder von einer Taube, die hier gerade über dem Boden schwebt. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Produkt auch zu uns nach Deutschland kommt oder wie gesagt nach Niederlande isst man ja auch vielleicht mal. Wobei das ist eigentlich ganz interessant, ich habe neulich nochmal drüber nachgedacht. Für mich ist so Niederlande, weil ich wohne relativ nah da dran, man kann in einer Stunde hinfahren. Für mich ist das so, ja, man ist ja sowieso immer mal da, ne? Aber Leute, die halt in Süddeutschland wohnen oder Ostdeutschland, für die ist Polen mal ebenso da oder für die ist Tschechien mal ebenso da oder Österreich oder Schweiz oder Frankreich oder sonst irgendwie was. Ich überlege gerade, ich glaube, bei Frankreich muss man aber auch relativ weit fahren, bis man mal, ja, also bis zur Grenze ist jetzt nicht so weit, aber bis Zivilisation beginnt. Da sind nicht nur so viele kleine Dörfer an, was so die Grenzen Frankreich angeht. Ich bin nicht ganz sicher. Ist ja auch egal, ist trotzdem an Frankreich, da gibt es dann ja vielleicht, hat man ja trotzdem dieses, ich bin mal eben da. Wie auch immer, ich schweife schon wieder ab, wir gucken erstmal drauf. Und wichtig wird natürlich sein, wie viel Protein wird uns denn hier geliefert? Und zwar, wir gucken auf die Nährwerte, die hier ein bisschen versteckt sind. Pro 100 Gramm 317 Kilokalorien, das ist auf jeden Fall schon mal schlanker als eine Milchschnitte. 16,6 Gramm Fette. Wir haben nur 4,2 Gramm Zucker, da wird also auch ausgetauscht. Zuckeraustauschstoff wird drin sein. 37 Gramm andere Kohlenhydrate, 1,5 Ballaststoffe und 16,1 Gramm Eiweiß. Es ist also nicht so krass viel Eiweiß wie bei einem beim Proteinriegel, wo man meistens so 30 hat oder sogar mehr ein bisschen. Sondern halt ja, nur 16 ist jetzt, ja, ist mehr, ne? Aber so ein Mr. Tom hat zum Beispiel mehr Eiweiß. Aber ist dafür auch dann wieder Zucker drin. Ja, wir haben Vollmilch drin, wir haben Maltit, Erythritol und Xylit als Süßstoffe, als Süßungsmittel, die dann eben auch Masse hinzugeben, aber gleichzeitig dann auch keine weniger Kalorien haben. Milcheiweiß ist zugegeben worden, Palmfett ist dann wiederum auch drin, was dann irgendwie zu diesem ganzen Fitnessgedanken wiederum irgendwie nicht dazu passt. Bananensaftkonzentrat ist hier sogar drin, Sonnenblumenöl, mageres Kakaopulver und Co. Wie gesagt, Banane und Kokosnuss. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, die schmecken. Genau, Low Sugar steht hier sogar drauf. Oh, da habe ich das Ding jetzt ein bisschen zermatscht, glaube ich. Die Vorlage ist ja unverkennbar. Relativ dick, die Waffel. Also das ist jetzt zum Beispiel im Vergleich zu einer Milchschnitte, ist das jetzt hier mehr Waffel und innen die Creme, die sieht eher so ein bisschen wie so eine Gelee-artige Quarkmasse. Also sie sieht jetzt nicht aus wie so eine Milchschnitte Füllung, sondern so ein bisschen glasiger aus. Sieht das eher wie so eine klebriges, klebt hier irgendwie auch wie Sau, wie so eine Creme. Und bei den Bananen wird das sicherlich genauso aussehen. Ja, ist so ein bisschen aufgematscht hier so. Also an sich sieht es ganz nett aus. Die Konsistenz von dem innen drin, wie gesagt, finde ich, sieht jetzt nicht ganz so appetitlich aus, weil es so ein bisschen aussieht wie weißer Schnodder oder irgendwie sowas. Ja, aber es riecht schon mal ganz gut. Gucken wir mal, wie es schmeckt. Scheiße, irgendwie weiß ich jetzt nicht mehr, was ist. Also ich habe zwar gerade eben aufgeschnitten, aber ich habe manchmal bin ich ein bisschen vergesslich. Man erkennt es gar nicht, wenn man jetzt nur dran riecht, was Banane und was Kokosnuss ist. Ja, wird ja eigentlich interessant. Umso besser kann man vielleicht den Geschmack eher testen oder nicht erschmecken. Also erstmal riecht es relativ nach so einem Süßungsmittel. Bisschen künstlich. Also
Ich glaube, ich hatte die Kokosnuss aufgeschnitten. Dann müsste das hier Banane sein. Also Kokosnuss. Das ist schlecht. Wirklich komisch ist die Konsistenz innen drin. Es ist so ein bisschen, es klebt richtig, wie so Kleister. Ich verstehe nicht, warum sie das gemacht haben. Außen das erinnert wirklich sehr stark an Milchschnitte, ist relativ trocken. Ich finde, das hätten sie ein bisschen saftiger machen können. Also Milchschnitte ist trockener, saftiger. Aber auch das ist ja auch schon trocken, aber das hier ist noch trockener. Man sieht ja auch wirklich, dass es sehr dick ist. Warum sie hier nicht mehr Creme reingemacht haben, wo vermutlich das ganze Eiweiß drin ist, ist mir schleierhaft. Hätte halt noch bessere Werte gehabt. Das ist Banane. Kokosnuss schmeckt man gar nicht. Banane leicht. Es ist erstaunlich, wie sehr von der Konsistenz so dieses leicht mürbe, das an Milchschnitte erinnert. Aber halt trotzdem anders, schmeckt weniger kakaoig. Die Süße finde ich angenehm. Ich finde nicht, dass man hier krass Süßungsmittel schmeckt oder so. Sie haben was. Und das ist wirklich so ein Ding, wo ich mir denke, viele Fitnessprodukte schmecken halt nicht so gut wie das Original, wenn sie etwas nachmachen. Das ist auch sowas. Schmeckt nicht so geil wie eine Milchschnitte, aber dafür, dass es gesund ist der falsche Begriff, dass es fitter ist, ist das dann okay. Ja, man macht dann Kompromiss. Man kriegt nichts geschenkt im Leben, man kriegt auch nicht geilen Geschmack geschenkt, wenn man kein Fett und kein Zucker mehr drin hat. Das ist halt einfach so. Es gibt natürlich Firmen, die ihre Proteinprodukte verkaufen wollen, dass sie dann natürlich so komplett ohne Sünde sind und viel besser als das Original. Aber kein Protein-Snickers schmeckt so gut wie ein echtes Snickers. Das kann man sich irgendwann lange genug einreden, dass man das glaubt. Aber letztlich bin ich fest der Meinung, dass das nicht so ist. Aber es gibt auch durchaus Sachen, die lecker sind in die Richtung. Ja, aber wie gesagt, ich denke, das Original ist meist immer noch das Beste. Die sind hier ganz okay, kann man auf jeden Fall machen. Ist jetzt nicht das Krasseste mit Proteinen und sowas, aber ja, ist okay im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann bin ich auch schon wieder durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao.